Stephopranos fragt Pietsmiet: Welchen Film bzw. welche Serie werdet ihr für immer mit eurer Kindheit oder Jugend verbinden? Ja, das ist halt, Kindheit ist halt nicht nur ein Film oder Serie. Ganz ehrlich, all die Disney-Serien zu den Filmen, zum Beispiel definitiv von Herkules angefangen, über die Gummibärenbande bis Chip und Chap, Darkwing Duck, Entenhausen nicht, DuckTales, so. Natürlich, alles das in die Richtung. Ich weiß tatsächlich nicht genau, was man da für eine Antwort drauf haben möchte, außer genau die Serie, die man halt damals halt viel und krass geguckt hat. Das wäre meine Antwort. Serien? Viel zu viele. Ich meine, ich weiß nicht, wie das heutzutage ist bei Kindern, wieder so der Samstag oder überhaupt das Wochenende aussieht, aber ich bin ja volle Kanne Fernsehgeneration. Samstag war morgens von 17:30 bis um 13, 14 Uhr war Fernsehgucken angesagt. Es sei denn, war ein Fußballspiel. Weiß ich nicht mehr. Aber so, sowas wie Transformers, die Serie oder der Film, dann diese ganzen Disney-Sachen, Gummibärenbande, Darkwing Duck, DuckTales halt, ne, auch, und die ganzen Comedy-Serien, also dann kam morgens, kam wieder ein Prinz von Bel-Air, Schrecklich nette Familie, und so weiter und so fort, das war richtig viel. Dann auch diese, die ist auch neu aufgelegt worden, die Serie, wie hieß die noch? Die diverse Comedy-Serien einfach, Alf und weiß der Geier was. An Filmen hat mich halt irgendwie relativ früh sowas wie Alien fasziniert, aber halt auch sowas wie Predator, also diese Actionfilme der 80er, 90er, die hatte dann mein Vater irgendwie auf Videokassette, dann konnte man sich die reinziehen, also ja, alles von Arnold Schwarzenegger und keine Ahnung was. Terminator kam ja dann auch irgendwann 92, den habe ich relativ schnell gesehen. Also 92 noch nicht, aber aber später. Ja, das so, meine Jugend ist Filme und Fernsehen. Dragon Ball, ganz klar. Die Gerichtssendung von RTL, Jugendgericht. Das war das Wichtigste, Jugendgericht. Ja, mit der komischen, also ne, nicht hier irgendwie Familiengericht, das waren immer diese Billo-Dinger, die anderen Kackteile. Aber Barbara Salisch auch nicht, aber Jugendgericht habe ich wirklich viel geguckt. Habe ich denn noch geguckt? Was würde ich denn noch mit meiner Kindheit verbinden? Oder Jugend? Also Dragon Ball auf jeden Fall. Pokémon gar nicht so sehr. Digimon fand ich die erste Staffel damals ziemlich geil, da habe ich alle Folgen von gesuchtet. Hab gar nicht so viel Fernsehen, also unendlich viel Fernsehen geguckt tatsächlich. Klar, sowas wie Löwenzahn als kleiner Junge, also wirklich Kind, war geil. Ja, irgendwie so. Oh, da gibt's eine Menge. Da gibt's einerseits natürlich die Klassiker, die einem so ein bisschen was beigebracht haben, wie Sendung mit der Maus oder Löwenzahn, als Kind häufiger mal gesehen. Dann gab es die Sachen, die auf Kika lief oder ZDF oder war, weiß ich nicht mehr, sowas wie Schloss Einstein. Da bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher, ob ich das nicht nur mitbekommen habe, weil ich noch eine jüngere Schwester habe. Weil was mir eher im Gedächtnis geblieben sind die Disney-Sendungen auf Super RTL. Also Darkwing Duck und Chip und Chap und Captain Baloo. Die drei, würde ich sagen, waren so meine Favorites. Deswegen würde ich die sehr stark mit meiner Kindheit verbinden. Aber interessant ist, das Guckverhalten damals war ja noch ein komplett anderes. Da hat man mal so eine Folge mitbekommen. Ich habe nie eine Folge in der richtigen Reihenfolge gesehen. Und immer wenn dann bei Darkwing Duck, da gab es dann mal Zweiteiler. Und dann war so, okay, nach einer Folge kam dann Fortsetzung folgt. Ich habe nie die Fortsetzung gesehen. Ich habe keine Ahnung, wie es weiterging. Vielleicht habe ich irgendwann mal die Fortsetzung gesehen, aber weiß ich nicht. Konnte ich dann nicht mehr verknüpfen. Jetzt sagt ihr wahrscheinlich in den Kommentaren direkt wieder, war wahrscheinlich am nächsten Tag, hat Peter wieder vergessen. Ja, ja. Oh, welchen Film bzw. Serie? Da gibt es einige. Da gibt es richtig viele. Also Dragon Ball. Dragon Ball war Kindheit. Dragon Ball habe ich so hart gesucht und so viel geguckt. Davon gab es halt auch einige Folgen. Ne? Das war halt fett. Also so Gummibärenbande und Captain Baloo und so ist halt auch Kindheit alles, aber jetzt im Nachhinein erfährt man dann, es gab irgendwie nur 10 Folgen und man hat immer die gleichen quasi geguckt, aber als Kind ist jetzt nie aufgefallen.
Nee, ich weiß, also ich glaube Dragon Ball.